Hat der Physiker Burkhard Heim den Stein der Weisen gefunden? Oder kann man ihn mit Hilfe seiner Werke finden? Antworten auf diese Fragen gibt es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Der Stein der Weisen. Das Opus Magnum, der rote Löwe, der heilige Gral, das Pulver der Projektion. Viele Namen für dieselbe Sache. Ich will mich nicht lange damit aufhalten, die Existenz dieses mysteriösen Steines zu rechtfertigen. Es ist im Grunde genommen recht ähnlich wie mit dem Thema UFOs. Es gibt über die Jahrhunderte hinweg zahlreiche Augenzeugenberichte von glaubwürdigen Zeugen. Von den Chemiebüchern und den Skeptikern wird das Thema natürlich nicht ernst genommen, aber das sollte eigentlich keinen mehr überraschen. Diese konzentrieren sich vor allem auf die Entlarvung von Scharlatanen oder vermeintlichen Scharlatanen, die es natürlich auch zuhauf gab. Das prominenteste Beispiel, das meist zitiert wird, ist der Erfinder des Meißner Porzellans, Johann Friedrich Böttgers. Dieser erhielt im Alter von 19 Jahren von einem griechischen Mönch den Stein der Weisen, damals war er als Apotheker in Berlin angestellt, und prahlte dann in seiner jugendlichen Einfalt damit, er habe den selbst hergestellt. Das führte dazu, dass er für den Rest seines Lebens der Gefangene des Sachsenkönigs August dem Starken wurde, der von ihm verlangte, dass diese Substanz gewissermaßen im industriellen Maßstab herzustellen. Die Erfindung des Porzellans rettete ihm das Leben und machte ihn schließlich sogar berühmt. Aber um den Vergleich noch einmal herzuziehen, alle, denen Böttgers die echte Transmutation mit dem echten Stein der Weisen vorführte, darunter August der Starke selber und zahlreiche hohe Beamte und welterfahrene Wissenschaftler, einfach als leichtgläubig und naiv abzustempeln, das ist genauso herablassend und wissenschaftlich unredlich, wie sich heute unsere öffentlich-rechtlichen Fernsehprofessoren über das Thema UFOs und UFO-Zeugen äußern. Übereinstimmend wird die Substanz folgendermaßen beschrieben. Es handelt sich genau genommen nicht um einen Stein, sondern um ein Pulver. Dieses hat meist eine rötlich- oder rötlich-braune Farbe. Es hat eine unglaublich hohe Dichte, weitaus größer als die von Gold, also über 20 Gramm pro Kubikzentimeter, und es leuchtet leicht im Dunkeln. Mit einer kleinen Prise, also einigen Milligramm, kann innerhalb von Minuten bis zu einer Stunde die 1000 bis 10.000-fache Menge eines geschmolzenen Metalls, meist Blei, Silber oder Kupfer, in ein edleres Metall transmutiert werden. In Wein aufgelöst, vermag es jede Art von Krankheiten zu heilen und das Leben um Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte zu verlängern. Ich kann im Rahmen dieses Videos natürlich nur diese kurze Einführung geben. Wer sich näher mit dem Thema Alchemie beschäftigen möchte, für den verlinke ich einige interessante Buchtitel in der Videobeschreibung. Natürlich gibt es im Rahmen der Mainstream-Naturwissenschaften keine Erklärung für diese Art von Transmutation. Denn der Prozess ist offenbar kein chemischer, sondern greift in die subatomare Struktur der Materie ein. Und dafür kann die Energie eines Schmelztiegels gar nicht ausreichen. Wie dann dieselbe Substanz auch noch Krankheiten heilen soll, ist dazu völlig unverständlich. Burkhard Heim nun hat den Stein weder selbst hergestellt, noch hat er überhaupt an seine Existenz geglaubt. Man könnte sagen, Burkhard Heim hat eine andere Art von Stein der Weisen gefunden, nämlich den heiligen Gral der Physik, die Massenformel für Elementarteilchen. Diese ist ähnlich schwer zugänglich und wird von den Vertretern der Orthodoxie mit ähnlichem Spott belegt wie der mystische Namensgeber. Mit Heims Theorie der sechsdimensionalen Welt lassen sich allerdings Herstellung, Existenz und Wirkungsweise dieses Steins verstehen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der Adepten, die in der Lage waren oder in der Lage sind, ihn herzustellen, die Heimtheorie nötig haben, um das zu tun. Wie ich an anderer Stelle schon mal sagte, die Heimtheorie ist eigentlich eine intellektuelle Krücke für Menschen, die zu viel moderne naturwissenschaftliche Verbildung genossen haben. Im Grunde genommen handelt es sich bei der ganzen Operation um einen paranormalen Prozess. Alchemisten beschreiben den Prozess im Labor als eine Kombination aus handwerklicher Tätigkeit und einem inneren Erleben. Dieses besteht darin, mit den Substanzen, mit denen gearbeitet wird, geistig zu verschmelzen, sie dadurch zu verstehen und dadurch zu verändern. Carl Gustav Jung war aufgrund dieser Beschreibungen übrigens der Meinung,
dass es sich bei der ganzen Sache um einen rein psychologischen Prozess handelte, der gar keine Wirkung auf die chemischen Substanzen haben könne. Aber das nur am Rande. Was geschieht nun bei solch einer Art von Konzentration? Im Sechsdimensionalen stehen verschiedene Arten von Daseinsformen, Menschen, Tiere, Pflanzen, Mineralien, Chemikalien, über sogenannte Aktivitätenströme miteinander in Verbindung. Mit einer geeignet trainierten Konzentrationsfähigkeit können Aktivitätenströme auf andere Daseinsformen, was auch immer, gelenkt werden. Dies kann zu heilerischen oder hellseherischen Zwecken geschehen oder zur schier magischen Manipulation von was auch immer. Menschen mit einer außerordentlichen Begabung dafür, wie zum Beispiel Uri Geller, Thomas Green Morton oder Sai Baba, können auf diese Weise direkte und unmittelbar beeindruckende sichtbare Effekte erzielen. Für einen Alchemisten muss es nun darum gehen, eine Materie höherer Qualität zu erzeugen und ein transformatives Potenzial zu erzeugen und es an die Materie zu binden, sodass dann die Substanz selber dieses transformative Potenzial auf andere Materie oder auch auf den menschlichen Körper übertragen kann. Konkreter, ein wesentliches alchemistisches Prinzip ist, dass alle Dinge drei Ebenen haben: Saal, Sulfur und Merkur. Diese kann man auch als Körper, Seele und Geist identifizieren. Es handelt sich quasi um drei verschieden dichte Ebenen einer Sache. Es gibt die rein materielle Ebene, mit der sich unsere klassische Chemie ausschließlich beschäftigt. Die seelische Ebene, das ist, ich gehe jetzt ins Heimmodell, das ist der Strukturaspekt, der die Materie organisiert. Und der geistige Aspekt ist die Idee, die sich in der ganzen Sache manifestiert. Nun geht es also darum, diese drei Aspekte zu trennen, zu reinigen und zu einer höheren Qualität zu überführen. Natürlich hat das Ganze immer einen materiellen Träger, aber die Gewichtung dieser drei Aspekte ist unterschiedlich. Wie das Ganze erfolgt, wie das aufgeschlossen wird und transformiert wird, darüber gibt es zahlreiche oder auch zahllose, mehr oder weniger kryptische Rezepte. Entscheidend ist jedoch, dass der Alchemist immer voll bei der Sache ist und seine Konzentration, der unmittelbar die Aktivitätenströme folgen, immer auf die Materie gerichtet hält. Die zahlreichen Symbole der Alchemie, der Astrologie und der Kabbala dienen dabei als mentaler Fokus. Schließlich werden die so gereinigten und potenzierten Stoffe wieder vereinigt, ein Vorgang, der chymische Hochzeit genannt wird. Was bewirken nun die so an die Materie gebundenen höheren Ideen und Potenziale, wenn sie denn wirken sollen? Sie bilden ein Potenzial für die Transmutation von Atomkernen aus. Dieses ist gleichbedeutend mit dem konzentrierten Willen des Adepten, der besagt, verwandle Blei in Gold. Die eigentliche Laboroperation, also das, was im Tiegel geschieht, sind dann nur die äußeren Umstände gewissermaßen. Es bewirkt das Schmelzen des Metalls, bewirkt, dass es sich besser mit dem Stein der Weisen vermischt natürlich und vielleicht wird auch eine geringe Aktivierungsenergie dabei bereitgestellt. Es bleibt die Frage, woraus diese Substanz eigentlich besteht, wenn sie denn so viel schwerer als Gold ist. Von Ludwiger vermutet, dass es sich hierbei um das Element mit der Ordnungszahl 115 handeln könnte, auch Moskovium genannt. Kernphysiker haben inmitten der ansonsten sehr instabilen, überschweren Transurane eine Insel der Stabilität ausgemacht, um die Ordnungszahlen 111, 112 bis 116 herum etwa. Dieses Element 115 wird von anderen Autoren auch im Zusammenhang mit UFO-Antrieben verwendet. Burkhard Heim vermutete immer, dass man von solchen überschweren Elementen und mit geeigneten Verfahren Aktivitätenströme abspalten kann. Aber das ist ein anderes Thema. Das theoretisch langlebigste Element in diesem Bereich ist Kopernicium 291 mit der Ordnungszahl 112. Die Elemente in diesem Bereich sind Beta-Strahler, was zur Aussage der Adepten passen würde, dass ihr Stein der Weisen im Dunkeln schwach leuchtet. Beim Thema Stabilität und radioaktiver Zerfall müssen wir uns aber sowieso eine andere Denkart angewöhnen, denn diese sind unmittelbar vom Organisationsgrad abhängig. Wenn der Organisationsgrad von Materie künstlich erhöht wird oder zum Beispiel ein Atom in eine höherwertige Struktur eingebunden wird, dann kann die Stabilität des Atomkerns dadurch auf unbestimmte Zeit erhöht werden.
Radioaktiver Zerfall ist ja ein rein statistischer Prozess. Und Aktivitätenströme tun nichts anderes, als Wahrscheinlichkeiten in der Materie zu verändern. Unser roter Löwe könnte also aus einem dieser überschweren Elemente bestehen. Deren Erzeugung im Labor muss wiederum ein paranormaler Prozess sein, bei dem der konzentrierte Wille des Adepten diese überschweren Atomkerne erst einmal herstellt. Der Stein der Weisen und die Prozesse, die zu seiner Herstellung führen, sind ganz nebenbei bemerkt im Übrigen eine Lösung für unser Atommüllproblem. Wie gesagt, wer den Stein der Weisen herstellen möchte, der braucht Burkhard Heim dazu eigentlich nicht, aber vielleicht sollte er ihn durchaus im Hinterkopf behalten, um seine Erkenntnisse danach in einer leichter verständlicheren Form festzuhalten. Beschäftigen muss er sich vor allem mit den kryptischen Rezepten, die die Adepten über die Jahrhunderte hinterlassen haben und eine gehörige Portion Vertrauen und Geduld mitbringen. Ich hoffe, ihr findet euren ganz persönlichen Stein der Weisen und erreicht das Opus Magnum eures eigenen Lebens. In 6 Dimensionen und in Farbe.